So, hallo erstmal und herzlich willkommen hier zum Priavaris Tor der Hinrunde. Ja, das Tor des Monats war ein bisschen eingeschlafen. Das lag irgendwie daran, es gab einen Monat, da war nicht viel geboten in Sachen Toren. Und wenn man es einmal vergisst, dann der eine oder andere weiß es, dann vergisst man es auch in Zukunft. Jetzt sind wir wieder da, Tor der Hinrunde 2017. 11 Treffer haben wir da für euch rausgesucht. Das geht relativ einfach. Einfach bei jedem Treffer gibt es eine Zahl. Und ihr schreibt einfach WhatsApp oder SMS an die 0179 959 0815. Also WhatsApp, SMS an 0179 959 0815. Ich wünsche euch viel Spaß bei den 11 Toren. Und ja, genießt es einfach. Dieses Event wird präsentiert von Priavaris, Ihr Bodymate Leberfastenzentrum nach Dr. Worm, jetzt neu in Schweiger-Niederhofen, www.priavaris.com. Mit freundlicher Unterstützung der Firmen CBC Castella Baukonzept, CIC Castella Immokonzept, ARTA, Ihr Malerbetrieb, Hornung aus Heilbronn, Drive Allegiance, Premium Auto Pflegeprodukte, Fußball im BW und Johnny's Sportbar Schulgasse 3 in Heilbronn. Wir sind schon in der Nachspielzeit, 93. Minute, langer Ball von Thomas Lunzer, der kommt auf Hönige. Und was für ein Tor hier in der Nachspielzeit, 2:1 für die SGSK 2000, Maurizio Hönige, ja sowas wie ein Seitfallzieher und dann Innenpfosten und das Ding ist drin, Wahnsinn, das Ganze in der 93. Minute, schauen wir uns nochmal an. Kein Abseits, wird aufgehoben und dann Seitfallzieher zum 2:1. Ja, mehr wie die Vorentscheidung. Und dann die anschließende Ecke. Auch gut reingegeben. Verwirrung im Strafraum. Billard. Und dann Thomas Hagel macht hier tatsächlich 4 Minuten vor Ende der Partie den Ausgleich für den SV Leingarten. 1:3 lagen sie zurück. Das im Derby. Hut ab. Tolle Leistung. Tolle Moral. Sehen wir es nochmal. Billardmäßig geht es da ab. Und dann hebt Thomas Hagel einfach den Schuh hin. Und gehen in die 93. Minute. Weber, Hönige. Dann langer Ball nach vorne geschlagen. Erstmal genommen. Dann Yannick Heidinger hier. Den zweiten Ball gewinnt er. Schön rübergelegt. Auf Hönige. Der sieht Simon Faber und er legt ins kurze Eck. Direkt nach dem Wiederanstoß. Die erneute Führung für Stetten-Klein-Gardach. 3:2. Jetzt war hier was geboten. Da war richtig, zeitweise war es ein bisschen langweilig, aber das, was wir hier in den letzten 5 Minuten erlebt haben, ja, das hat alles wieder wettgemacht. Das ist Fußball. Da macht man in der 88. den Führungstreffer, bekommt in der 92. Ausgleich und macht in der 93. erneut den Führungstreffer. Sich hier schön durch, Tolga Kilic. Philipp Matisek und dann Ines Zafer mit, ja, was eine verunglückte Flanke oder war es wirklich so gewollt, auf jeden Fall Ines Zafer, ein bisschen bedingt durch den Fehler von Karl Anders Zimmermann im Tor des TSV Schornbach mit der 1:0 Führung für den SV Schluchter nach gerade mal 45 Sekunden, ja, der Ball wird länger und länger, Kieber kommt zwar noch dran, aber kann nicht mehr über die Latte lenken. Freistoß von Okan Kandil. Herrlich passt der hier. 4:0 Führung für den FC Union Heilbronn. Toller Freistoß aus 28 Meter circa. Passt genau in den Winkel. Der Keeper noch dran, kriegt den Ball aber nicht mehr weg. Standardsituation für die Hausherren und schönes Tor hier durch Thorsten Leicht, 26 Minuten der Ausgleich für das Zabergäu durch diesen Freistoß von Thorsten Leicht, den wir uns gerne nochmal anschauen. Ah, ein bisschen zu spät hier, Gökay Ak hatte auf die andere Ecke gehofft, der hat so,
läuft runter und die Uhr läuft für Stettenklein Gartach, die mit ihrem nächsten Angriff, schöner Ball raus aus Jannik Heidinger, der war gerade eben erst ins Spiel gekommen. Das macht er schön, wie lange wartet er noch? Dann schön reingedreht das Ding, 3:0 Führung für Stettenklein Gartach. Ja, ein bisschen sowas wie die Vorentscheidung, 22 Minuten vor Ende der Partie. Ja, der Heidinger, den hat man noch gar nicht gesehen gehabt, der war gerade mal eine Minute im Spiel, macht es hier fantastisch. Ich dachte, hier hätte er abschließen können, dann aber nochmal schön außenrum und lässt dem Abwehrspieler und dem Keeper absolut keine Chance. Ab übers Tor und Schweiger bleibt dran. Nächste Möglichkeit, hier Pass gespielt, Lob über den Torwart, 1:3. Aber wenn wir uns gleich hier nochmal den Zeitlupe anschauen, werden wir sehen, der Torschütze, das war Tobias Wilde, steht bei der Ballabgabe ganz klar locker einen Meter im Abseits. Hier sehen wir es nochmal. Keine Chance mehr für die Abwehrspieler. Und dann der Lob, natürlich herrliches Tor von ihm, schön gemacht. Aber wie gesagt, Abseitstor zum 1:3 für den FSV Schweigern. Wir sind bereits in der 17. Minute. Angriff vom TSV Pfaffenhofen. Langer Ball nach vorne geschlagen auf Patrick Schickner. Der lupft über Kutzal Boschkurt zum 0:1. Der TSV Pfaffenhofen führt am See gegen den FC Union Heilbronn. Ja, bisher war noch nicht viel los in diesem Spiel. Und dann dieser wunderschöne lange Ball auf Patrick Schickner. Boschkurt zögert da kurz. Und dann schickt man mit einem fantastischen Lob zum 0:1. Nächste Möglichkeit, wieder über Yüksel, dann zu Gökmen Akdemir. Der versucht es mit dem Abziehen, schafft es nicht. Günter Schmidt, herrlicher Treffer hier, dieser Drehschuss direkt aus der Luft genommen. Fantastisch, direkt über den Keeper. Teku später noch, der macht den Ball über die Linie oder sah so aus, wir waren uns nicht ganz sicher. Aber der Ball von Schmidt war schon im Tor und den schauen wir uns natürlich in der Superzeitlupe nochmal an. Herrliche Technik, schön erwischt das Ding und drin ist er. Die 2:1 Führung mit einem sensationellen Tor von Günter Schmidt. Das waren die 11 Tore der Hinrunde 2017, die wir euch rausgesucht haben. Ich hoffe, der eine oder andere war dabei, der euch gefällt. Wie gesagt, WhatsApp an die 0179 959 0815. Man kann auch doppelt nominieren, also wenn euch mehrere Tore gut gefallen haben, könnt ihr auch schreiben. Tor Nummer 1, 2, 5, 11, sonst irgendwas. Ich freue mich auf viele, viele Teilnehmer von euch und bin immer gespannt, wer zum Schluss der Torschütze der Hinrunde ist. Der bekommt natürlich von uns wie immer einen wunderschönen Pokal. Und jetzt haut rein und ja, schauen wir mal, wer dabei ist. Are you ready? Showtime. More bang for your buck.